Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Pokémon Silberne Edition. Silber wie meine Haare, wie man sieht. Und ja, beim letzten Part, beziehungsweise beim letzten Mal haben wir die Phlegmon befreit, Team Rocket besiegt und vieles Gutes getan. Wir haben Kurt geholfen, Team Rocket aus dieser Stadt zu jagen und machen jetzt weiter hier in der Arena, wo wir stehen geblieben sind. Ja. Wir holen uns jetzt den zweiten Orden. Oder versuchen uns zumindest. So. Ja, wie heißt der Arenaleiter nochmal? Herbert? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hier haben wir den Käfersammler Axel. Er schickt Hornlio in den Kampf. Wir haben natürlich Astral dabei. Der regelt die Sache für uns schon. So. Tschüss, Hornlio. Ah, Astral, kann man jetzt schon hier kämpfen lassen. Am besten jetzt hypnotisieren das Kokuna, damit es ja nicht oft Härtner einsetzt. So. Kokuna schläft. Im letzten Part haben wir versucht, auch zu angeln. Hat anscheinend, also hat allerdings nicht so geklappt, wie ich es wollte. Ne? Ja. Wir haben leider kein Quapsel gefangen. Wer hat mich denn hier gekratzt, ey? Meine Katze. Nochmal Schlecker. Und Kokuna ist aufgesetzt. Kokuna, use Harden. Ne, Metapod. Da gab es ja diese Folge, wo Ash gegen diesen Käfersammler gekämpft hat und der halt auch einen Safcon hatte. Und die beide hatten Safcon und haben beide Safcon gegeneinander kämpfen lassen. Und dann die ganze Zeit ging das los. Härtner, 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 Härtner. Bis irgendwann, keine Ahnung, Team Rocket kam und die ganze Audienz zunichte gemacht hat. Oh, er hat alle drei Entwicklungsformen. Gegen Bibo müssen wir natürlich auch schnell was tun. Ich denke, das sollte genügen. Warte mal, Bibo ist ja kein Giftstachel, oder? Das ist die einzigste Attacke, die uns ein bisschen schaden könnte. Och, dann müssen wir leider mit Iglava angreifen. Weil, sonst dauert der Kampf wieder ewig hier. Da habe ich ja weniger Bock drauf. So. Die Lava erreicht auch Level 19. Schön. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Entwicklung allein ist nicht genug. Das stimmt. Kommt auch darauf an, wie du die Pokémon trainierst, Junge. Ja. Wollen wir auch noch einen trainieren? Haben wir auch noch nicht gemacht. Käfer-Pokémon sind cool und tough. Ich beweise es dir. Käfersammler Jörg möchte kämpfen. Schick Unterschied zu Raupi in den Kampf. Lass mich raten, Raupi und Safcon. Hypnose erstmal. Scheint ja ganz gut zu klappen hier mit Hypnose. So. Raupi schläft noch immer, das ist gut. Und Kill mit Öl. Ich glaube, das Hornlio, das kriegen wir auch noch platt, oder?
ohne Hypnose. Er setzt jetzt ganze Zeit Giftstachel ein, weil das die einzige Attacke ist, die Sinn macht gegen uns. Wobei er doch mit seinem Fadenschuss viel mehr ausrichten könnte. Nein. Die 3 KP, die wir da verloren haben. Wahrscheinlich gehofft, uns zu verwirren. Ach, zu vergiften. Aber das hat nicht geklappt, Junge. So, machen wir uns hier an den Arena-Leiter. Gut. Ich bin Kai. Ah, Kai war sein Name. Stimmt. Wenn es um Käfer-Pokémon geht, meine Forschung machen mich... okay. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Okay. Wir lassen es einfach. Wir kämpfen einfach. Nicht lange schnacken. Kopf in den Nacken. Und er setzt Zafkorn ein. Da können wir dann mit... ja, ich weiß ganz genau, was er vorhat. Los! Zafkorn! Härtner! Aber da kontern wir jetzt... Oder Fadenschuss. Glut! Und sonst, wie war euer Tag so... War eure Woche bisher anstrengend oder angenehm war gut? Das können wir lassen. Bei dem letzten Pokémon werde ich nochmal wechseln. Und da werde ich eventuell Hypnose einsetzen. Lecker, lecker, lecker. Sichlor. Sichlor ist nicht ohne mit seiner Zornklinge. Die hat, glaube ich, sehr viele, also eine hohe Chance auf Crit, oder? Schön. Gut, Astral kommt zurück. Du hast deine Arbeit erledigt. Perfekt, Junge, gut gemacht. Und es ist noch immer verwirrt. Das ist auch schön. Jetzt habe ich auch Rauchwolke eingesetzt. Naja, nichtsdestotrotz. Genauigkeit sinkt und er schläft noch immer. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Dabei habe ich ein bisschen zu hastig auf A gedrückt. Oh, das war ein guter Schaden. Mit Glück ist das jetzt der... Ja, der Finisher. Yes. Ohne Probleme Kai besiegt. Jawohl. So. Leiter Kai wurde besiegt. Erstaunlich, du bist ein wahrer Pokémon-Experte. Meine Forschungen sind noch nicht abgeschlossen. Okay, du gewinnst. Nimm diesen Orden. Rizzy hält 1600 Pokédollar und schickt einen Teil davon nach Hause. Wie immer. Schön sparen, ne? Damit die Mutter wieder alles auf den Kopf aus Kopf hauen kann. Macht sie ja immer die Kopf und zu mal tolle Sachen. So, die Pokémon gehorchen uns jetzt bis Level 30. Verschneider dürfen wir jetzt auch einsetzen, die TVM. Und wir haben noch zusätzlich die Zornklinge bekommen. Für eine Käferattacke. Kann man auch einem Pflanzen-Pokémon beibringen. Gehen wir erstmal Pokémon Center Pokémon heilen. Pokémon Center war hier. Perfekt. Und nein, das ist nicht der gleiche Energy Drink wie gestern. Denn ich nehme hier an einem anderen Tag heute auf. Letztens habe ich Montag aufgenommen. Jetzt haben wir Mittwoch, als ich das hier aufnehme. Ja. Ja. Wir schnacken nicht lange. Uns erwartet jetzt der Rivale. Sag mir etwas. Ist es wahr, dass Team Rocket zurückgekehrt ist? Was? Du hast sie geschlagen? Ha, hör auf zu lügen.
Du machst keine Witze. Dann lass uns sehen, wie gut du bist. Ja, das möchte ich auch sehen. Also Leute, los geht's. Alex möchte kämpfen. Na gut, Alex. Da haben wir doch das perfekte Pokémon vorne, oder? Nibulak gegen Nibulak. Natürlich ist unseres ihm weitaus überlegen. Och Mann! Alter, das finde ich jetzt echt scheiße, ohne Witz. Aber wir haben auch einen Nachteil, denn dieses Tyrakok wird ein kleines Problem sein für unser Feuerriegel, Ilava, Lagilava. Uff. Ja, da müssen wir jetzt gucken und hoffen, dass wir da durchkommen. Ja, der Schaden ist auf jeden Fall real. Eben nicht real. Wir können ihn natürlich auskontern mit... Was? So wenig Schaden? Echt jetzt? Und jetzt kommt's. Er haut uns 30 HP weg oder so, ne? Warum macht der uns so einen Schaden und wir ihm so wenig Schaden? Das ist nicht normal. Auch wenn er sehr effektiv ist, aber... Das ist nicht normal. Das stimmt was nicht. Haben wir einen Supertrank? Das wäre jetzt optimal. Wunderbar. Ach, nur weil er das Nebellack ausgewechselt hat. Wir müssen ja sowieso hätten. Ja, genau. Jetzt macht er 17 Schaden anstatt. Dings hier. Sag mal schnell. Keine Ahnung. Jetzt hat er wieder 15 gemacht. Ach komm schon. Ach komm schon, Mann. Leck mich. Als ob der so OP ist. Komm schon, jetzt. Gute Nacht, Tyrakok. Tschüss, Mann. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie an das Zubat vorbei, ne? Der hat ja noch ein Zubat auch danach, glaube ich. Ja, kommen wir auch schon. Irgendwie schaffen wir das schon. Astral haben wir ja noch zur Not. Mir regt es nur auf, dass Feurigel tot ist, Mann. Was habe ich da gerade gemacht? Hypnose, los. Ups, ich wusste nicht, dass es Biss beherrscht. Ja, jetzt müssen wir uns wirklich anstrengen und aufpassen. Ich hoffe, Schlecker tut seine Arbeit. Das ist ein Schaden, den ich akzeptieren kann. Wenn wir es noch viermal schaffen. Dreimal würden jetzt reichen, ne? Übrigens ist das meine zweite Lieblingssorte hier. Rockstar Guave. Super Schall. So, jetzt gehe ich auf Risiko. Ich werde jetzt einfach Schlecke ein. Aha, die Bitterbeere, die wir ausgerüstet hatten. Hammer, da hat sich das doch gelohnt. Das wusste ich gar nicht, dass wir die ausgerüstet hatten. Perfekt. Da hat das Spiel sich mal gedacht, komm, machen wir dem Rizzy mal eine Freude. So, und jetzt Schlecker. Schön. Mann, 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 haben wir den Kampf aber noch gedreht, ey. Boah, aber das knapp, ey. Nutzlos. Hä, du hast nur gewonnen, weil meine Pokémon schwach sind. Das hast du immer. Irgendwie, der hat immer eine Ausrede, ne? Das ist so komisch bei dem Typen. Ich hasse Schwäche. Boah.
Was? Ich hasse schwache Pokémon. Trainer, es macht keinen Unterschied, wer oder was. Ich werde stark sein und das Schwache auslöschen. Uahaha, das gilt auch für Team Rocket. Nur gemeinsam sind sie stark, aber triffst du auf einen alleine, ist er schwach. Ich hasse sie. Geh mir aus dem Weg. Ein Schwächling wie du ist nicht mehr als eine Ablenkung. Nichts mehr als eine Ablenkung. Also. Na gut, dann sind wir halt nur der Schwächling. So, danke, dass ihr meine Pokémon wieder heilt. Cool, cool, cool. Ist nett. So, wir schauen Astral und Dings sind gleich auf. Das finde ich doch gut. Dann machen wir mal eine kleine Zwischenspeicherung hier. Ja. So. Perfekt. Oh, dann würde ich sagen, ab in das Wäldchen hier. Ja. Und holen uns mal hier den Zerschneider. Ein Mirapla. Mirapla. Kann Mirapla Zerschneider? Ich weiß nicht. Ich würde sagen Schlecker und Hypnose. Kann man machen. Heil mal ruhig. Jetzt müssen wir nur noch fangen. Nur noch fangen mit Pokebällen. Ich hoffe, Mirapla kann Zerschneider lernen. Perfekt, Mirafall, genau. Mirapla wurde gefangen. Für Mirapla wird natürlich ein neuer Eintrag zum Pokédex angelegt. Mal schauen, was er sagt. Wird es vom Mondschein getroffen, bewegt es sich nachts, wandert es weite Wege, um Samen zu streuen. Aha. Nee, ich möchte erstmal keinen Spitznamen geben, denn ich glaube nicht, dass es ein Teammitglied bleibt. Teammitglied bleibt. Wir müssen uns vor allem erstmal den Test. Oh. Da haben wir Paras. Da haben wir Paras. Paras, denke ich mal, beherrscht auf jeden Fall den Zerschneider. Also dürfte Zerschneider lernen können. Deswegen werde ich mir definitiv ein... Boah, war das knapp. Ein Paras fangen, wollte ich gerade sagen. Das werde ich mir sogar so fangen. Perfekt, perfekt. Klappt doch wie am Schnürchen. Ja, aber wieder einen neuen Pokédex-Eintrag. So, während es langsam heranwächst, sprießen große exotische Pilze aus seinem Rücken. Paras wird auch kein Teammitglied. Ach, wie gesagt, wir müssen die Attacke erstmal holen. Mein Gott, wir werden ja andauernd belästigt von irgendwelchen Pokémon. So, gleich gucken wir mal, ob Mirapla gereicht hätte. Oh Mist, mein Boss wird sauer sein. Das Porenta, das mit den Zerschneiderbäumen fällt, um nach Holzkohle zu suchen, ist abgehauen. Ich traue mich nicht in den Steinwald, in den Steineichenwald, um nach ihm zu suchen. Er ist so groß, dunkel und unheimlich. Ich könnte das doch für dich machen, wenn du mir den Zerschneider gibst, Junge. Ja, wie viel willst du noch labern? Hölle, ich sag's euch, Hölle, der Typ labert dir die Ohren zu. Und da haben wir nochmal einen Golbat. Ach, Golbat sag ich schon, Zubat meine ich. Da ist das Porenta. Brr, brr. Oder brr. Gehen wir außen rum. Mirapla schon wieder.
Und wir haben den Beleber gefunden. Cool. Ich denke, ein Beleber an dieser... zum Zeitpunkt... Aber warum tauchen denn da so viele Pokémon auf einmal auf? Beleber an dieser Stelle im Spiel ist schon was Nices, würde ich sagen, weil... der ist echt viel wert. Dann können wir echt schon... Den saven wir uns auf jeden Fall auf für eine Notsituation. Hallo. Printer. Ah. Haben wir es geschafft? Ach. Wow, vielen Dank. Die Pokémon von meinem Boss gehorchen mir nicht, da ich keinen Orden besitze. Aha. Ah, mein Printer. Du hast es für uns gefunden, Kleiner. Wir können ohne es nicht den Zerschneider einsetzen, mit dem wir Bäume fällen, um Holzkohle zu finden. Danke, Kleiner. Wie kann ich dir danken? Ah, genau. Nimm dies. Und wir erhalten die VM 1. Diese VM enthält Zerschneider. Bring sie einem Pokémon bei, um kleine Sträucher zu zerschneiden. Du benötigst noch den Orden aus der Arena von Azalea City, um sie einzusetzen. Den haben wir bereits, Junge. Den haben wir bereits. Müssen wir nochmal gucken, welches Pokémon hier den einsetzen kann. Ich bin mir sicher, dass Paras es auf jeden Fall beherrscht. Nur ich würde gerne wissen, ob Mirapla dann auch ausgereicht hätte. Ah, perfekt. Iglava auch, aber Iglava würde ich es nicht beibringen. Jetzt ist eigentlich egal, wem wir es beibringen. Natürlich werden wir hier nochmal angehalten von einem Pokémon. Bam, Zubat, tschüss. So, Zerschneider haben eingesetzt. Dann können wir hier durch. Sollen wir hier nochmal angeln? Einfach mal gucken, vielleicht finden wir ja... Vielleicht kriegt man hier ein Squapsel, whatever. Aber anscheinend knabbert hier gar nichts. Gibt's hier Fische? Außer Carpadore, bitte. Das ist die Hölle. Es ist einfach, als ob's bestimmt wäre. Alter, ich möchte kein Carpador. Und noch ein Carpador, richtig? Richtig. Ach, geh mir aus dem Weg. Ah, da unten haben wir bestimmt ein Item versteckt. Haha. Naja. Gut gemacht, Pokémon. Falls ihr euch fragt, der Part wird heute ein bisschen länger, denn sonst würde das Projekt einfach zu lange dauern. Ich meine, es dauert eh schon lange, und weil ich skippe ja auch kaum was. Ich skippe ja gar nichts. Und deswegen werden die Parts halt so 25 bis 30 Minuten. So, von dem Typen bekommen wir hier was Tolles. Und zwar, was ich mache? Ich setze Kopfnuss ein, um Bäume zu schütteln. Das macht Spaß, probier es doch auch einmal. Und wir halten die TM2. Ja, Kopfnuss, eine sehr tolle TM. Damit können wir auch ein bestimmtes Pokémon von einem Baum schütteln, welches ich normalerweise immer ins Team hole, aber ich glaube diesmal... Weiß ich nicht. Bin ich echt noch am Überlegen. Ich zeige euch mal, was man damit alles Tolles bekommen kann mit dieser TM. Man hat nämlich auch die Möglichkeit, ein Noctu zu fangen. Du kannst damit sehr verschiedene Pokémon fangen, begegnen. Auch Pokémon, die schon weiterentwickelt sind. Sowas wie Smetbo. Also Silberblick weg. Und Glava lernt Kopfnuss. Dann setzen wir mal Kopfnuss ein.
So, hat nichts gebracht, ne? Machen wir mal hier. Weil, das ist wie mit Mangeln. Es gibt Bäume, da kommt was runter, es gibt auch Bäume, da kommt nichts runter. Was juckt mir die Nase denn jetzt so? Holy shit, ey. Ah, da haben wir bestimmt noch was, ne? Jawoll, ein Äther, sehr schön. Nehme ich gerne mit. Den kann man später mal gebrauchen. Die Äther hebe ich mir eh meistens immer für Ligakämpfe oder so auf. Und da haben wir ein Pokémon. Welches wird sein? Ein Hornli-U. Nee, ich bin nicht so der Fan von Hornli-U, danke. Guck mal den Baum nochmal an, ja? Habe ich nicht gerade OK gedrückt? Nochmal Hornli-U? Mensch, was ist denn hier los? So. Kein Pokémon möchte da angreifen. Ach, anknabbern. Da haben wir aber eins. Und was ist es? Och man. Ich muss mal kurz hier. Ich bin sofort wieder da für euch. So. Die Cam muss ich nämlich mal hinlegen. Den Gameboy mal kurz am Ladedings gemacht. Ja. Wie es hier weitergeht, Leute, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Die Tage werden auch PS4-Projekte laufen. Seid gespannt. Livestreams etc. Haltet die Ohren steif. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Daumen hoch oder Daumen runter. Pokémon wird immer bunter, ne? Bleibt immer schön silbertreu, wie meine Haare. Und ansonsten würde ich sagen, tschö mit Ö. Resipau sagt ciao, bis zum nächsten Mal.